Darf ich sagen, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, was ich machen muss? Crow doesn't look a day older than he did when I first met him. Lucky bird. I'll hold down the fort while you get the supplies. Was muss ich denn nochmal? Moment. Ah! Was ist das? Achso. Ja, hier gibt's ja kein Handy. Chemistry, not magic. I know, the good potions rock clocks. Achso, okay, ich muss eine Potion holen. Ich muss eine Potion holen. Wie bin ich hier nochmal hingekommen? Irgendwo bin ich hier rüber. Da bin ich rüber geklettert. Ah. Hey, 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 hey. Ja, es ist lange her. Es war, ich glaube, vor Weihnachten, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und wir haben jetzt mittlerweile schon wieder Mitte Januar. Also ist jetzt gut ein Monat her. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich nicht mehr so unbedingt die große Ahnung habe, was ich eigentlich tun muss. Ich weiß aber, und das finde ich gerade sehr amüsant, dass ich später schon nochmal wieder aus diesem komischen Turm ausbrechen muss, aber dann mit Kina Alvane. Das wird auch sehr witzig. We got Torsk. We got one Torsk left. We're almost out of Torsk. Ich muss zugeben, dass ich sehr neugierig bin, denn ich kenne da die Welt, in der Zoe lebt, aber tatsächlich weiß ich von Arcadia noch gar nicht, wie es dann aussieht. Roper Clax, my old nemesis. Rehabilitated apparently. We'll see about that. You're back. How may I assist you this time? I need a couple of potions. You've certainly come to the right place. What do you need? A love potion? Acne away? Webbed toes no more? Some sort of a scented lubricant? Scented? No, I need something that can melt metal. Iron be gone! And something that can knock someone out cold. Knock you out! Extra strength. Tossable or drinkable? I guess it needs to have some range. Excellent. One moment. Der hat auch alles, oder? Visit Roper's Spells and Filtres for premium quality potions, magical ingredients and made to order charms. Moment, das gibt er mir einfach so? Irgendwie finde ich das. Moment, wo bin ich hergekommen? Von da hinten, ne? Irgendwie finde ich das ein wenig faszinierend, dass er mir das einfach alles so in die Hand drückt. I don't know. Ich meine, ich find's gut, aber irgendwie auf. Ich dachte, jetzt kommt wieder. Ah! Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie wieder so eine 5 Kilometer lange Quest, die man machen muss. Tatsächlich muss ich zugeben, dass dieser Teil wohl gar nicht mehr so lang ist. Also dieses Spiel, das Spiel generell. Dieser Teil des Spiels, meine Güte, so. Weil es gibt ja gefühlt 500. Nein, es gibt drei Teile halt. Den ersten Teil. Ich will echt nochmal gucken, ob ich den aufnehmen kann, weil ich habe ihn jetzt nochmal installiert auf meinem Computer. Komischerweise lief er dabei erstaunlich gut. Deswegen werde ich nochmal gucken, ob ich den ersten Teil auch aufnehmen kann. Den zweiten Teil kann ich auf jeden Fall dritten Teil kann ich auf jeden Fall aufnehmen. Wir befinden uns ja quasi gerade im zweiten Teil. Und ich muss zugeben, ich finde die Geschichte eigentlich voll spannend. Ich wüsste halt auch gerne, wie. Also, der erste Teil dreht sich halt hauptsächlich um April und wie sie hierher gekommen ist. Und das wüsste ich halt auch alles sehr, sehr gerne, obwohl Zoe halt definitiv mein Lieblingscharakter bleibt. Egal, ob sie mit diesem Typen jetzt eine Nacht verbracht hat oder nicht, wenn ich den selbst sehr sexy fand. Aber. Das ist in solchen Spielen ja einfach so. Nein, ich finde das eigentlich echt ein sehr interessantes Rollenspiel. Aber direkt hiernach wird es erstmal was anderes geben, weil ich dann ein bisschen Abstand zu Arcadia brauche. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, um das alles, I need you to do something for me, Crow. I need you to fly up there with these two potions. Can you do that? No problemo. That's what my talons are for. Just hand them over and Crow's your man. Bird,
Birdman. Guybird. Whatever, I'm that. A crow. I come bearing gifts. April got her hands on some potions that might be of use to you. This one melts metal, apparently. Careful, you don't want to spill that on the floor. Or, your hands. So I pour this on the bolt? I guess so. What do I know? Birds don't have any use for chemistry. Then there's this one. What's this for? It's a knockout bomb. You toss it, it breaks, smoke comes out, people fall over, that sort of thing. Real popular with the kids for some reason. Okay, for the guard. So I just toss it at his feet and he'll be knocked out. Will he get hurt? He might wake up with a headache. Just remember that he would cut your head off without a moment's hesitation. It's a Mershnik-eat-Mershnik world, baby. And only the strongest Mershniks survive. Warte mal, alles in der Welt auch ein Mershnik ist. Ich meine, sehr wahrscheinlich weiß er das selbst nicht mehr so genau. The door's locked and bolted from the outside. Kann ich da irgendwie... Ich hätte sehr gerne da nochmal durchgeguckt, um zu wissen, wo diese blöde Wache ist. Tatsächlich finde ich es ein bisschen gruselig, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die steckt. Settle down, you! And put those trousers back on. Disgraceful. If your mum could see you now, she'd be horrified. Horrified! Okay, wo ist er? Oh Gott, ich kann ihn nicht sehen. Ich sehe schon wieder nichts, weil es draußen schon wieder zu hell. Moment, ich höre ihn. Ist er da drüben? Hey! Bloody hey! You're not supposed to be out here! You're a bloody prisoner, you! Ja, toll. Komm her. Oh Gott, super. Okay, damit komme ich überhaupt nicht rein. Ich komme hier generell nicht weit mit dem, habe ich das so ein Gefühl. Das ist ja sehr super. Hallo, der Typ ist unbreakable. Oh Gott. Ja, komm, das musste jetzt mal sein. Eigentlich will ich ihm ja das Ding für die Füße schmeißen, aber... Wie oft haut denn der zu, wenn ich schon im Sterben bin? Freak. Reload, please. Okay, da vorne. Settle down, you. And put those trousers back on. Disgraceful. Warum hat er seine Hosen ausgezogen? If your mom could see you now, she'd be horrified. Horrified. Ich sneake gerade, nur das... Oh Gott. You're not supposed to be out here. You're a bloody prison. Ich komm da nicht hin.
Scheiße. Ah, was mache ich denn da jetzt? Das wird ja jetzt witzig. Ich habe mein Handy auch nicht hier. Ich kann auch nicht in die Lösung gucken. Scheiße. Settle down, you. And put those trousers back on. Disgraceful. If your mum could see you now, she'd be horrified. Horrified. Nein, du willst schleichen. Alter, ich... Ah, jetzt konnte ich mich nicht mehr geschlagen, das ist auch recht witzig. Okay, ab einer gewissen Nähe kriegt er mich mit. Wir kommen also in dem Spiel heute überhaupt nicht weiter. Settle down, you. Ich fürchte, das wird ein einfaches Spiel. Dann mal so. Disgraceful. If your mom could see you now, she'd be horrified. Horrified. Meine Mom sieht mich aber ja nicht so. So. Ich wusste das. Außer, also, sagt er ja aber nicht ganz viel zu meinen Schlägen hier. Ah, nee, ich stehe auch voll gut gerade. Er guckt dann auch mit mal. Oder sollte ich doch von der anderen Seite? Ich weiß es auch nicht. Komm, reload. Mal gucken, habe ich hier sonst noch irgendwas? Crow, it worked. The bolt melted like butter. That was some strong stuff. I know. I could smell the acid all the way over here. Now I need to take care of that creepy guard. Remember that you only have one chance. If you screw this up, you might end up having your head chopped off and buried in an unmarked grave. Thanks, Crow. Anytime, Zoe. Kannst du das Ding nicht? Mano. Du bist so nutzlos. Settle down, you. And put those trousers back on. Disgraceful. If your mum could see you now, she'd be horrified. Horrified. Meine Mom sieht mich aber ja nicht. Ich komme nicht dazu, das olle Ding zu werfen. Jetzt sowieso schon nicht mehr. Ich komme nicht nahe genug an ihn ran. Hm.
Und ich tue ihm auch so gut wie überhaupt nicht weh, wenn ihr das... Also wir stehen hier da in einer halben Stunde, wenn ich das so mache jetzt, ne? Okay, one moment, please. Es rappelt im Karton. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Es rappelt im Karton. Tatsächlich nochmal in die Settle down, you. Lösung geguckt. Put those trousers back on. Disgraceful. Mich macht das ja so ein bisschen. If your mum could see you now, she'd be horrified. Horrified. Ja, ja, ja. I'll need to get close enough to toss the knockout potion at him. Ja. Es ist so einfach, ne? Es ist so einfach. Ja, ja, du stirbst jetzt nicht. Du schläfst nur. It worked. He's out cold. It's locked. Dafür haben wir den Schlüssel. So, jetzt ist aber die Frage nach oben oder nach unten? It's locked. The jailer probably has the key. Offensichtlich nicht nach oben. Mit Kian mussten wir nämlich damals nach oben. Hey, Warden, what's happening with lunch? My stomach's killing me. Mrs. Britt has the day off, Mr. Biernan. You'll just have to wait. Sir, can't we just order something in? Well, it'll have to come out of your salary then, Mr. Biernan. Our budget doesn't cover such extravagances. Extravagances, my gosh. Fine, sir, as long as I get some food. Very well. I shall send for a sandwich, the cost of which will be deducted from your next salary. Da bin ich da schon lange nicht mehr. Okay, also muss ich zurück zu meinem kleinen Crow und ihm das erzählen, richtig? Was total blöd ist, weil ich eigentlich... Irgendwann wird er ja wieder wach. Oh Gott, das war ein Krampf, ne, ihr habt's ja gesehen. I heard something that could be of use. There's another guard between this floor and the bottom floor. And he just ordered a sandwich. Ah, the classic caper à la cuisine. The what? Oh, I thought we were doing a thing now. I was just making stuff up. Sorry. I don't know if that information will be helpful or not, but I'll let April figure that part out. Thanks. Stay brave. We're not giving up until you're safely out of here. Or dead. Danke, Crow. Jackpot! Maybe. Someone in there's got the munchies, and they just ordered out. Sandwich. From where? I don't think Zoe caught that part. She just said... Sandwich. So it doesn't matter. I can fake it.
So, food delivery. That's the way to get in. Okay, wo kriege ich jetzt Sandwich her? Ich meine, ich bräuchte ja sehr wahrscheinlich eins, oder? Hello, yes? Delivery. Delivery of what? Sheets. We do not issue sheets to our prisoners. It must be a mistake. Good day. Okay, also muss ich wahrscheinlich wirklich irgendwo... Wenn Remy mir da helfen kann, ich hoffe es sehr. Ah, so ein Theater.